Ich bin der Uruk und ich möchte euch heute eine Box zeigen, die ich mir gekauft habe. Es handelt sich dabei um diese schöne Box für Dead Man's Hand. Handelt sich um die Bande der Outlaws. Man kann hinten auch drauf schon ein bisschen sehen, was drin ist. Genau, und dazu werde ich euch jetzt gleich mehr zeigen. So, da bin ich wieder mit der Box der Outlaws. Es sollten 7 Minis drin sein mit Bases. Dann schauen wir mal nach. Gut, als erstes sehen wir ein Tütchen mit 10 Minis. Ja, es sind 2, 4, 6, 7 Figuren drin. Hier haben wir ein Tütchen mit runden MDF-Bases, 25 mm, denke ich. So abwechselnd mal kein Plastik. Macht aber nichts oder ist ja auch egal, da sie eh mit Sekundenkleber geklebt werden müssen. Und zum Schluss haben wir hier noch eine Karte mit den Sonderregeln der Outlaws, der Gesetzeslosen. Einmal betrügen und ne, andersrum. Einmal betrügen, einmal austricksen. Austricksen besagt, dass ich eine Karte, eine Initiativkarte meines Modells mit einer Karte aus meinem Handstapel tauschen darf. Darf ich einmal pro Runde machen und einmal pro Spiel, ja, once per Game, darf ich bei einem Initiativduell die Karten oder die Karte mit der meines Gegners tauschen. Genau. Gut. Die Bases schauen wir uns nicht weiter genau an. Sind rund. 2 mm stark. Gut. Und zum wichtigsten Teil, den Figuren. Ich hole sie mal hier raus. Vorsichtig natürlich. Da haben wir hier den Kollegen mit den zwei Revolvern. In ziemlich aggressiver Pose. Ja, hier haben wir den Kollegen mit dem Schlapphut und dem dicken Bart. Ich finde, das sind schön modelliert. Gefallen mir gut. Dann haben wir hier den Kollegen mit den zwei Revolvern im Gürtel. Die Melone auf dem Hut. Wir sind noch relativ viele Zinnreste vom Guss mit dran, was aber nicht weiter stört, weil die ja leicht abzumachen sind. Jetzt hier haben wir einen knienden Kollegen mit einer Melone und einer Winchester. Hier haben wir einen mit, ja, ich weiß nicht, ob das eine Armeejacke ist. Auf alle Fälle hat er auch zwei Revolver. Sieht optisch ein bisschen wie der Boss aus. Ob er das dann tatsächlich ist, wird sich noch herausstellen. Soweit habe ich noch nicht gelesen. Ja, meinen Kollegen mit aufgestelltem Hut. Er erinnert mich an einen Serien-Western-Held aus meiner Kindheit. Ich glaube, Fuzzi hieß der. Diesen aufgestellten Hut hier. Und zu guter Letzt haben wir hier noch einen, oh, ich denke, das ist eine Schrotflinte, in gehender Pose, auch sehr schön. Gut. Ich freue mich schon auf ja, Zusammenbau weniger, aber auf bemalte Figuren. Und ja, bin gespannt, wie sie sich spielen werden. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck vermitteln, was Tolles drin ist in der Box.